Herzlich willkommen zum fünften Video zum Thema Gefühle. Heute soll es unter anderem um die Themen Gefühlsleere und Depression gehen. Diversen Theorien zufolge entsteht eine Depression unter anderem dann, wenn ein Mensch seine Gefühle nicht mehr wahrnimmt, wenn er seine Gefühle also dauerhaft unterdrückt, bis er nichts mehr fühlt. Natürlich gibt es noch viele weitere Erklärungsmodelle. Depressionen sind ein weites Feld und es ist eine komplexe Erkrankung, die von zahlreichen Faktoren abhängen kann. Dieser Erklärungsansatz kann also nicht auf jede an Depressionen erkrankte Person zutreffen. Es gibt aber sehr viele Psychologinnen und Psychologen, die der Auffassung sind, dass das Unterdrücken von Emotionen zu Depression führt und die Expression, also der Ausdruck von Emotionen, zur Gesundung. Die US-amerikanische Holocaust-Überlebende, Psychologin und Autorin Edith Eva Eger widmet sich in ihrem Buch »Ich bin hier und alles ist jetzt« genau diesem Thema. Und dieser Ansatz wird auch in zahlreichen Studien aufgegriffen, die einen klaren Zusammenhang zwischen dem Umgang mit unseren Gefühlen und psychischen Erkrankungen wie Depressionen, Angststörungen, Suchterkrankungen, Essstörungen und auch mit selbstverletzendem Verhalten feststellen. In einer norwegischen Studie aus dem Jahr 2018 fanden die Forscher beispielsweise heraus, dass Personen, die unter depressiven Symptomen leiden, sehr viel häufiger ungesunde Emotionsregulationsstrategien wie Unterdrückung und Vermeidung nutzen als gesunde Personen. Zudem konnten sie ihre eigenen Gefühle auch weniger gut wahrnehmen und tolerieren. Es wird also deutlich, wie wichtig bewusste und gesunde Emotionsbewältigungsstrategien für unsere psychische Gesundheit sind. Wenn wir unangenehme Gefühle unterdrücken, machen wir nicht nur einen Deckel darüber, sondern auch über andere Gefühle, etwa Freude oder Zufriedenheit. Wir können uns das wie eine Sonnenbrille vorstellen. Setzen wir eine Sonnenbrille auf, ändert sich unsere Wahrnehmung. Alles wird abgedunkelt. Wir können uns dann nicht aussuchen, ob wir zum Beispiel die Farbe Rot so leuchtend sehen wollen wie ohne Sonnenbrille oder dass wir Bäume und Blumen so wahrnehmen wollen wie sonst, aber alles andere abgedunkelt. Und wenn wir Gefühle, die wir als problematisch empfinden, sehr stark unterdrücken oder betäuben, dann nehmen wir die Welt bald als grau und leer wahr. Depressionen werden ja häufig mit Traurigkeit assoziiert, aber im Prinzip ist es eher Hoffnungslosigkeit oder das Gefühl von Sinnlosigkeit. Und natürlich kann es auch sein, dass die unterdrückten Gefühle irgendwann aus uns hervorbrechen. Wenn wir zum Beispiel in einer Beziehung Gefühle sehr lange unterdrücken, etwa weil wir Angst davor haben, verlassen zu werden oder beschämt oder bestraft zu werden oder was auch immer, dann entwickeln wir häufig so einen ständig vorhandenen unterschwelligen Groll, den wir oft auf unser Gegenüber projizieren. Da ist also dieses unterdrückte Gefühl und wir sagen, der da oder die da ist schuld daran. Aber wir trauen uns nicht, das zu sagen. Und wenn dann die Beziehung zerbricht, weil das Gegenüber diesen Groll natürlich spürt, Emotionen, die wir unterdrücken oder verstecken wollen, werden von unserem Umfeld oft sehr stark wahrgenommen, als würden sie förmlich aus uns heraussickern. Dann ist es oft so, dass aus der Person, die ihre Gefühle die ganze Zeit unterdrückt hat, plötzlich alles Mögliche hervorbricht, eine unglaubliche Wut und Feindseligkeit. Das ist dann für das Gegenüber oft richtig schockierend, weil diese Gefühle ja nie direkt geäußert wurden. Und oftmals hat es gar nicht so viel mit dem Gegenüber zu tun, sondern damit, dass die Person, die ständig Gefühle unterdrückt, völlig dysreguliert ist und das dann alles am Partner oder der Partnerin auslässt. Irgendwo muss es sich ja entladen. Gefühle zu unterdrücken und zu vermeiden schadet also auch Beziehungen massiv. Wenn die ganzen unterdrückten Gefühle zum Beispiel im Rahmen eines Streits förmlich aus einem hervorbrechen, dann sind sie auch nicht mehr kontrollierbar. Wir können uns dann nicht mehr regulieren. Wir werden selbst davon überwältigt. Es passiert also genau das, was wir ständig verhindern und vermeiden wollten. Und wenn wir keine anderen Emotionsregulationsstrategien lernen, werden wir wieder das gleiche Spiel von neuem beginnen, aber vielleicht mit einem neuen Partner oder einer neuen Partnerin. Aber solange wir nicht aktiv an diesem Muster arbeiten und nicht dazulernen, wird es einfach nicht funktionieren. Wir können mit einem Wackelpudding keinen Nagel in die Wand schlagen.
Und wir können keine gesunde Beziehung führen, wenn wir Emotionen immer nur unterdrücken, vermeiden und betäuben. Da habt ihr dann nur Wackelpudding in eurem emotionalen Werkzeugkasten. Natürlich kann es auch sein, dass wir Situationen vermeiden, die bestimmte Gefühle auslösen. Dann verzichten wir zum Beispiel weitgehend auf zwischenmenschliche Beziehungen, weil uns das schlichtweg zu riskant erscheint. Oder generell auf Bindung. Das kann auch die Bindung zu einem Tier sein. Ich habe schon öfter das Argument gehört, dass jemand kein Haustier haben will oder keins mehr haben will, weil das Tier ja irgendwann auch stirbt. Vor allem Hunde sind uns oft sehr nahe und ich habe selbst im Lauf meines Lebens schon mehrere Hunde gehabt und es war jedes Mal unglaublich schlimm, wenn einer gestorben ist. Aber das gehört nun mal dazu. Wir können unangenehme Gefühle nicht vermeiden und sobald wir uns auf eine enge Bindung einlassen, machen wir uns automatisch auch verletzlich. Im Prinzip ist unser Leben eine Aneinanderreihung von Abschieden. Das kann man negativ interpretieren, aber man kann es auch Entwicklung nennen. Hermann Hesse hat das Ganze in seinem wohl bekanntesten Gedicht Stufen sehr treffend mit den Worten beschrieben: Wie jede Blüte welkt und jede Jugend dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe, blüht jede Weisheit auch und jede Tugend zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe bereit zum Abschied sein und Neubeginne, um sich in Tapferkeit und ohne Trauern in andere neue Bindungen zu geben. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Das war die erste Strophe und zum Schluss heißt es, wohl an den Herzen im Abschied und gesunde. Sobald wir also eine Bindung eingehen, ist da im Prinzip immer die Gewissheit, dass das Ganze endlich ist und irgendwann vorbei sein wird. Das kann durch Trennung passieren oder durch den Tod, entweder durch den des anderen oder durch unseren eigenen. Viele Menschen fürchten sich deshalb davor, eine Beziehung überhaupt einzugehen, denn es besteht ja auch immer die Gefahr, dass es irgendwann zu einer Trennung kommt. Und eine Trennung bedeutet immer auch Schmerz. Wir können versuchen, diesen Schmerz zu betäuben, indem wir uns einreden, dass das ohnehin alles schrecklich war und die andere Person an allem schuld ist und so weiter. Aber eigentlich sind das dann auch meistens Strategien der Emotionsvermeidung. Wir wollen uns damit den Schmerz vom Hals halten. Aber wir alle haben Angst davor, verletzt zu werden. Das ist normal. Wenn jemand sagt, ach, mir doch egal, wenn ich verlassen werde, dann ist das eine Unterdrückung von Gefühlen. Aber jeder von uns wird im Leben Verletzungen erfahren. Was wäre denn die Alternative? Was macht es mit uns, wenn wir uns aus Angst vor Ablehnung, Zurückweisung oder auch vor Konflikten erst gar nicht auf eine Bindung einlassen? Geht es uns dann gut? Ja, das ist möglich, wenn wir unsere sozialen Bedürfnisse zum Beispiel über einen Freundeskreis erfüllen können, aber es kann auch sein, dass wir uns sehr einsam fühlen, wenn unser Grundbedürfnis nach Verbundenheit nicht erfüllt wird. Es ist also nicht so, dass alles nur prima ist, wenn wir alles vermeiden, was potenziell das Risiko, verletzt zu werden, mit sich bringt. Wir zahlen also einen sehr hohen Preis. Wir erleben dann auch die ganzen schönen Dinge nicht, die zwischenmenschliche Beziehungen mit sich bringen. Wir nehmen uns selbst etwas weg, wenn wir uns komplett zurückziehen, um Unangenehmes zu vermeiden. Dazu gibt es in der Psychologie auch eine entsprechende Theorie. Das ist die sogenannte Verstärker-Verlust-Hypothese nach Peter Levinson. Levinson geht davon aus, dass Depressionen dadurch entstehen, dass angenehme Erfahrungen ausbleiben und wir damit positive Verstärker verlieren. Deshalb wird in vielen Therapien auch daran gearbeitet, dass Verhalten, das zu angenehmen Erfahrungen führt, aktiviert wird. Natürlich gesundes Verhalten, also nicht der Konsum von irgendwelchen Suchtmitteln oder so, sondern zum Beispiel Bewegung oder auch Genuss. Es gibt auch die sogenannte Genusstherapie, bei der man lernt, Genuss bewusst zu erleben. Oder für viele Menschen ist auch die tiergestützte Therapie ein sehr hilfreicher Ansatz. Ich war im vergangenen Jahr auf einer Exkursion, die im Rahmen eines Seminars zum Thema tiergestützte Therapie stattfand, in der Psychiatrie in Mainkofen, das ist bei Plattling in Niederbayern. Und da hat uns der Prof, der auch mit Patienten der Klinik gearbeitet hat, davon erzählt, dass Menschen, die unter schwersten Depressionen leiden und eigentlich schon austherapiert sind, oft sehr von der Arbeit mit Tieren profitieren.
Ich werde nie vergessen, wie er von einem Mann erzählte, der sonst nie aus dem Bett kam. Aber wenn der Therapiehund kam, da stand er immer auf und hat sich sogar gefreut. Das war dann ein positiver Verstärker. Und solche Erfahrungen brauchen wir eben im Leben. Wenn uns die Angst vor unangenehmen Emotionen also dazu veranlasst, uns zurückzuziehen, dann entziehen wir uns damit auch positive Verstärker und wir werden anfälliger für Depressionen. Um aus dieser Spirale herauszukommen, müssen wir den Mut aufbringen, uns auf Dinge einzulassen, in deren Rahmen wir auch verletzt werden können. Deshalb ist es so wichtig, einen gesunden Umgang mit Schmerz zu lernen, sodass wir auch mit Ablehnung, Zurückweisung und schwierigen Situationen, zum Beispiel einem Streit, umgehen können. Wenn wir uns betäuben durch Trinken, exzessives Essen, Video- und Computerspiele, Arbeit oder was auch immer, verschwindet unser Bedürfnis nach Nähe oder Verbundenheit ja nicht. Wir betäuben es nur. Wenn wir uns das Bein brechen und starke Schmerzmittel dagegen nehmen, wird das Bein davon nicht wieder heil. Wir spüren nur den Schmerz nicht mehr. Der Schmerz ist aber nur der Hinweis darauf, dass etwas gebrochen ist. Es ist nur der Bote. Wenn wir den Boten ignorieren, heißt das nicht, dass die Nachricht, die er überbringt, dadurch verschwindet. Das Problem ist damit also nicht aus der Welt. Und je stärker wir unangenehme Emotionen meiden, desto weniger können wir sie tolerieren. Wir können dann oft Dinge, die uns sonst gar nicht so aus der Bahn werfen würden, nicht mehr verkraften. Wir begeben uns auf diese Weise also in eine Abwärtsspirale und entwickeln immer mehr Angst vor unangenehmen Emotionen. Und in der Folge auch immer mehr Schutzmechanismen, die uns letztendlich zu einem Gefängnis werden. Diese Schutzmechanismen sind meistens noch kindliche Strategien. Ein Kind, das von den Bezugspersonen keine anderen Emotionsregulationsstrategien gelernt hat, kann nicht anders, als sich komplett zurückzuziehen und zu verstecken. Aber als Erwachsene haben wir die Möglichkeit, einen anderen, reiferen Umgang zu lernen. Und als Erwachsene können wir uns auch von den in der Kindheit erlernten Strafängsten, die mit Gefühlen oft verbunden sind, befreien. Wer auf die Äußerung von Emotionen mit einem »Führ dich nicht so auf« oder einem »Reiß dich zusammen« oder einem »Komm drüber weg« reagiert, kann daran erkennen, dass er irgendwann mal gelernt hat, dass Gefühle bestraft werden. Und dann gehen wir auch mit uns selbst so um. Wir können dann auch unsere eigenen Gefühle nicht anerkennen und würdigen, sondern wollen sie weghaben. Und dieses Weghaben wollen hat eben den Effekt, dass wir eine Gefühlsleere in uns kultivieren, die sich dann zum Beispiel in Form einer Depression äußern kann. Und natürlich kann es leicht auch passieren, dass wir von unseren Gefühlen überwältigt werden, dass plötzlich alles, was wir so lange erfolgreich unterdrückt haben, schlagartig aus uns hervorbricht. Beides wollen wir nicht. Gefühle haben einen Sinn, alle Gefühle. Es kann aber sein, dass uns das zunächst nicht so ganz klar ist. Und manchmal wollen wir auch die Botschaft, die sie uns vermitteln, einfach nicht hören. Zum Beispiel, weil sie uns bei der Verfolgung anderer Ziele im Wege stehen würde. Aber dadurch verschwindet der Inhalt der Botschaft nicht. Und das ist das dahinterstehende Bedürfnis. Jemand, der Hunger leidet, wird nicht satt davon, dass er sagt, ich habe gar keinen Hunger oder reiß dich zusammen. Jemand, der Hunger leidet, braucht dringend Nahrung. Der Hunger hat lediglich Signalfunktion. Er weist uns auf etwas hin, um das wir uns kümmern müssen, weil es uns sonst nicht gut geht. Wir müssen also lernen, uns wieder zuzuhören und unsere Gefühle zu fühlen. Natürlich kann es auch sein, dass sie in Reaktion auf eine alte Verletzung ausgelöst werden. Das ist dann wie die Erinnerung an den Hunger, unter dem wir mal gelitten haben und den wir dann wieder spüren. Und im Zusammenhang mit Gefühlen ist es, wie wenn wir in unserer Kindheit bestimmte Schutzprogramme installiert hätten, um den Schmerz und die ganzen unangenehmen Gefühle, die wir damals nicht zeigen konnten oder die niemanden interessiert haben, nicht so stark fühlen zu müssen. Und sobald uns etwas in der Gegenwart auch nur im Geringsten an diese alte Situation erinnert, wird das alte Schutzprogramm wieder ausgeführt. Ganz automatisch. Und solche Dinge können wir uns auch bewusst machen. Wenn wir merken, dass etwas sehr starke Emotionen in uns auslöst und ganze Geschichten darum herum entstehen, dann können wir gucken, ob das eine alte Wunde ist.
daran können wir dann auch arbeiten. Und das sollten wir auch dringend, weil wir sonst ständig von unseren alten kindlichen Schutzprogrammen kontrolliert werden, was im Erwachsenenalter total kontraproduktiv ist. Ich persönlich finde den Ansatz von Dr. Ero Langlotz im Zusammenhang mit diesen alten Wunden sehr hilfreich. Ihr könnt hier auf YouTube mal auf seinem Kanal gucken. Ich verlinke ihn euch auch in der Videobeschreibung. Aber es gibt auch verschiedene Möglichkeiten, mit Vergangenem abzuschließen, die anders funktionieren. Ich finde aber, dass die Bauklotz-Methode sehr bildhaft und im wahrsten Sinne des Wortes begreifbar ist. So, das war's für heute. Ich hoffe, ihr konntet wieder einiges mitnehmen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da oder schreibt mir etwas in die Kommentare. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert gerne den Kanal. Ich würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal.